Na, schon wieder kein Einkaufszettel geschrieben? Film noch nicht, hör auf zu filmen. Wenn ich mir keine Einkaufsliste schreibe, dann landet häufig mehr von ungesunden Sachen in meinem Einkaufskorb, als gut ist. Gerade wenn ich hungrig einkaufen gehe. Also bitte mach dir eine Einkaufsliste, dass du diese Impulskäufe nicht machst und überlegst, auf was habe ich denn heute Hunger? Was könnte lecker sein? Dann schreib eine Liste und schreib da hauptsächlich gesunde Sachen drauf. Und außerdem wirst du dadurch reich. Wenn ich einkaufen gehe, ohne Einkaufszettel, kann es sein, dass der eine oder andere Möd zu viel da drin ist. Außerdem gibt es krasse Psychologien von Supermarktverkäufern, die euch genau dazu bringen wollen, das zu kaufen, was am teuersten ist. Zum Beispiel sind die teuersten Produkte genau auf Blickhöhe und toll beleuchtet. Oder an der Kasse denkt ja jeder, boah, ich muss schnell noch einen Möd oder irgendwie sowas reinpacken, ne? Und eventuell kaufst du dann was, was du gar nicht wolltest. Und dadurch wirst du leider arm und wir wollen ja alle reich werden.